Wir haben euch ja vor einiger Zeit sehr ausführlich den Scientech Crane Gimbal vorgestellt. Quasi zum Zeitpunkt unseres Reviews kam die neue Version 2 mit ein paar Verbesserungen auf den Markt. Und was genau sich verändert hat, wollen wir euch heute in diesem Video zeigen. Am Packungsinhalt hat sich nicht viel verändert. Das Ladegerät sieht etwas anders aus, da in Version 2 andere Akkus zum Einsatz kommen. Genauer die fetten 26500 Lithium-Ionen-Zellen aus dem Crane M. Jetzt mit 3600 mAh pro Stück. Das heißt, an Strom gibt es jetzt 26 Wattstunden statt vorher 15. Das sind satte 70% mehr und sollte sich natürlich auf die Laufzeit sehr positiv auswirken. Durch die größeren Akkus gibt es im Koffer jetzt aber nur noch einen Akkusatz. Insgesamt also doch ein Downgrade. Und die Laufzeit der Version 1 war wahrscheinlich auch für niemanden ein Problem. Noch ein kleineres Problem gibt es dadurch auch. Die 26500 Lithium-Ionen-Zellen bekommt man momentan hier in Deutschland noch nirgendwo zu kaufen. Die anderen Akkus wirken sich auch auf den Griff aus, oder andersrum. Er fällt ein ganzes Stück kürzer aus als bei Version 1. Und noch was hat sich am Griff verändert. Die von mir kritisierten Bedienelemente wurden überarbeitet. Jetzt gibt es die Knöpfe, den Zoom-Regler und den deutlich besseren Joystick wie beim Crane M. Da gibt es also jetzt von meiner Seite gar nichts mehr zu meckern. Alle Objektive, die ich mit Version 1 des Crane getestet habe, funktionieren auch mit Version 2 ohne Probleme. Was sich noch verändert hat, ist die Halteplatte / Kamerabefestigung. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass es sich um eine Schnellwechselplatte handelt, was natürlich mal richtig nett gewesen wäre. Aber Pustekuchen. Das Ganze ist eigentlich nur eine veränderte Ausbalancierungsmöglichkeit. Die kleine Schraube hier verhindert, dass die flexible Platte abhanden kommt. Wenn man die rausschraubt, kann man zwar die Platte abnehmen, aber nur so lange, bis man eine Kamera per 1/4 Zoll Schraube montiert. So richtig viel einfacher oder besser ist diese Halteplatte auch nicht. Und mehr bewegliche Teile und mehr Schrauben heißen auch mehr Schwachstellen. Kameraakku wechseln ohne Neubalancieren ist leider auch mit Version 2 noch nicht ohne extra Quick Release Adapter möglich. Der letzte Unterschied zur Version 1 ist der USB-Anschluss für die Kamerasteuerung am NIC-Motor. Das ist aber nur eine kosmetische Änderung. Der Anschluss liegt jetzt etwas tiefer eingelassen im Gehäuse. Alles funktioniert aber genauso wie schon im Review zu Version 1 gezeigt. Die längere Akkulaufzeit, der kürzere Griff und die verbesserten Bedienelemente sind natürlich willkommene Verbesserungen. Aber die Kamerahalteplatte hätte echt besser sein können. Mittlerweile werden neu fast nur noch V2-Modelle angeboten. Ich verlinke euch ein paar Amazon-Angebote in der Videobeschreibung. Aber für alle, die etwas Geld beim Gimbal-Kauf sparen wollen, ist Version 2 ein Segen. Vorausgesetzt, man kann auf die Vorteile verzichten. Viele Anwender werden wahrscheinlich wie ich dem Drang nach neuer und besser nachgeben. So spült es dann sicher einige Cranes auf den Gebrauchtmarkt. Und wo ein großes Angebot herrscht, sinkt der Preis. Wer nochmal sehen will, was der Crane alles kann und wie die Modi funktionieren, der schaut sich am besten nochmal das komplette, ausführliche Review von uns dazu hier an. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare oder schaut auf unserer Facebook-Seite und auch in der neuen Gruppe vorbei. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao!